Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Allgemeinarzt und mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Ja, und in einem meiner letzten Videos habe ich davon erzählt, was mir selbst widerfahren ist, kurz nach Ostern, nämlich eine Attacke oder ein Anfall, wie man das nennen will. Zunächst von Vorhofflattern, später von Vorhofflimmern. Ja, und darüber werde ich in diesem Video weiter berichten, weil mich so viele Fragen erreicht haben, die ich hier in diesem Video beantworten werde. Also bleibt dran, vor allen Dingen, wenn ihr eine Frage gestellt habt, sei es unter dem Video oder sei es in der Sprechstunde oder auch mir eine E-Mail geschrieben habt. Ja, zunächst einmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die große Anteilnahme, die mir zuteil wurde. Mich haben so viele Nachrichten erreicht von Menschen, von denen ich zum Teil auch schon lange nichts mehr gehört habe. Ich habe mich sehr gefreut, von denen mal wieder was zu hören, die mir geschrieben haben und gefragt haben: Mensch, Markus, was ist los mit dir? Ich hoffe, dir geht es wieder besser. Ja, mir geht es wieder besser. Wenige Tage nachdem das Ganze überstanden war, ging es mir bereits wieder gut. Und das letzte Video war ja in dem Kerngespräch mit Johannes Hagen. Da ging es mir ja noch nicht so gut. Und deswegen habe ich das dann auch eingebettet eben in einen Vorspann und Abspann, wo ich ja wieder viel mehr in meiner Kraft war. Ja, welche Punkte gibt es zu besprechen, die wir nochmal im Nachgang klären wollen, gemeinsam miteinander? Wenn es zu Vorhofflimmern kommt, ich werde jetzt mal überwiegend vom Vorhofflimmern sprechen, weil es einfach sehr viel häufiger ist als das Vorhofflattern, aber im Prinzip gilt das auch genauso für das Vorhofflattern vom Prinzip her. Im Detail sind dann da schon auch Unterschiede. Also beim Vorhofflimmern ist, wenn wir das Ganze ganzheitlich betrachten, die erste und zentrale Aufgabe, das ist die Frage einer anti-entzündlichen Therapie. Warum? Entzündung verursacht Vorhofflimmern. Es sind Verletzungen im Bereich des linken Vorhofes. Was heißt Verletzungen? Es ist untergegangenes Herzmuskelgewebe, was dafür sorgt, dass Impulse aus den Lungenvenen jetzt hineindringen können in das Herz und jetzt im Herzen eben Probleme verursachen können, indem die sozusagen dazwischen funken. Und dass das passiert, ist eine Folge von chronischen Entzündungsprozessen über einen sehr langen Zeitraum. Das ist wichtig zu verstehen. Das Vorhofflimmern ist in aller Regel keine Sache, die irgendwie das überhaupt erst entstanden ist, kurz bevor es aufgetreten ist. Nein, das Vorhofflimmern ist in aller Regel eine Erkrankung, die sich im Grunde erst nach Jahren und Jahrzehnten überhaupt erst manifestiert und überhaupt erst zeigt. Also, Entzündung löst Vorhofflimmern aus, aber nicht nur das. Vorhofflimmern macht wiederum auch Entzündung. Es gibt sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, dass eine halbe Stunde nachdem Vorhofflimmern aufgetreten ist, bestimmte Entzündungsparameter im Blut, zum Beispiel das CRP, ansteigen. Ja, und damit haben wir natürlich hier einen Kreislauf, der sehr blöd ist für einen Patienten, dass eben wir hier eben so eine Schleife haben, die sich sozusagen immer weiter verselbstständigt, die immer weiter voranschreitet. Und deswegen ist es so wichtig, beim Vorhofflimmern sehr frühzeitig und sehr schnell energisch hier einzugreifen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und ein wesentlicher Punkt, das ist eben die anti-entzündliche Therapie. Und was können wir da machen? Da können wir aus dem Bereich der Naturheilkunde zum Beispiel Kurkuma geben in die Vene hinein. Die Victoria Apotheke in Saarbrücken stellt ein entsprechendes Präparat her oder auch die Burg Apotheke im Taunus, die stellen ebenfalls ein Präparat her. Das ist so eine gute Möglichkeit, mit der man hier rasch antientzündlich wirksam werden kann. Selbstverständlich gelten die üblichen Kriterien für das Geben einer Infusion.
Und da mich aber auch so viele Fragen erreicht haben von Ärzten und Heilpraktikern, will ich mich schon auch hier in diesem Video so ein bisschen fachlicher dazu äußern. Es ist klar, dass man als Laie sich nicht selber eine Kurkuma-Infusion verabreichen kann. Davon ist auch ganz dringend abzuraten, sondern das muss man wirklich machen mit einer Person, die sich damit auskennt. Es kann da auch zu Zwischenfällen kommen und so. Und da muss man damit umgehen können. Man muss die Behandlung einer allergischen Reaktion zum Beispiel beherrschen können. Also, Kurkuma ist so für mich wirklich das Mittel, das eigentlich immer mehr an Bedeutung gewonnen hat im letzten halben Jahr, im letzten Jahr, letzten 12 Monaten. Wir setzen wirklich mittlerweile täglich bei vielen Patienten Kurkuma-Infusionen ein, weil die Patienten sagen, es geht ihnen nach einer Kurkuma-Infusion besser. Ja, und das habe ich selber auch gemerkt. Auch mir ging es nach der Kurkuma-Infusion besser, erstaunlicherweise. Also, das ist eine Möglichkeit. Selbstverständlich muss das natürlich oder sollte das natürlich begleitet werden, auch von einer fortlaufenden oralen Therapie. Also, da bietet sich dann zum Beispiel das Coriflam an von Belmeda. Das ist ein Präparat, das ich persönlich da gerne einsetze. Aber es gibt so viele Kurkuma-Präparate. Es sollte nur wirklich eines sein, das eben auch wirklich aufgenommen wird vom Organismus. Die zweite Aufgabe, die wir haben im Rahmen von Vorhofflimmern, ist es, die Zellmembran zu stabilisieren. Wir haben ja dieses Flimmern hier. Also salopp gesagt, der Herzmuskel macht Stuss, zumindest in den Vorhöfen. Ja, also in den Vorhöfen, in den Kammern nicht, dann wäre es Kammerflimmern, das wäre ein lebensbedrohlicher Zustand, aber in den Vorhöfen. Und da ist es notwendig, die Zellmembran zu stabilisieren. Und das machen wir über zwei altbewährte Elektrolyte, Blutsalze, nämlich über Magnesium und Kalium. Beides können wir IV geben, beides können und sollten wir oral geben. Da gibt es vor allen Dingen beim Kalium gewisse Punkte zu bedenken. Das betrifft vor allen Dingen Patienten, die dialysepflichtig sind oder aber die ein kaliumsparendes Diuretikum nehmen. Also das bitte unbedingt abklären mit einem Arzt oder mit einem Heilpraktiker, mit einer Person, die sich mit dieser Thematik auskennt und die das beurteilen kann. Aber jemand, der gesund ist und mit all diesen Dingen eigentlich keine Berührungspunkte hat, ja, da kann man auch mal es wagen, einfach Kalium zu nehmen, ist meine Meinung dazu. Magnesium ist in der Regel nicht so das Problem. Und grundsätzlich lässt sich sagen, wir haben eigentlich durch die Bank weg einen Mangel an Magnesium und Kalium. Und ja, die beiden Substanzen sind halt wichtig. Die dritte Aufgabe, die wir haben, ist die, dass das Herz mehr Kraft braucht. Das Herz braucht Power. Gerade auch in der Situation, in der ich war, mit der plötzlich dann 35% Auswurfleistung, wo normalerweise 55% und mehr ist. Ich habe ja so im Normalzustand auch jetzt wieder irgendwas so zwischen 50 und 55%, bin also im niedrig normalen Bereich. Aber mit 35%, das ist schon echt nicht gut. Und das ist eine Situation, die das Herz und auch den Körper auslaugt und Kraft kostet. Ja, da ist eine wichtige Maßnahme, das Q10, natürlich oral, da gibt es diverse Präparate auf dem Markt, aber zum Beispiel auch das Q10 in Ampullenform, etwa von der Burg Apotheke in Königstein im Taunus. Das ist das, was wir hier verwenden in dem Fall. Die vierte Aufgabe, die wir haben, ist, wir müssen das Herz schützen. Wir müssen das Herz schützen, wir müssen sozusagen einen Schonraum für das Herz schaffen. Und wir können uns das so vorstellen, dass diese Attacke mit dem Vorhofflimmern ein riesiger Stressfaktor ist für das Herz und für den Organismus. Zumindest kann es das sein, vielleicht nicht bei jedem, aber es kann sein. Und hier ist es notwendig, einen Schutzraum zu schaffen. Und dieser Schutzraum, der wird geschaffen durch einen Beta-Blocker. Mir hat ja Johannes Hagen ja auch sofort Beta-Blocker IV gespritzt
Und ich habe das ja wirklich geradezu als einen Segen erlebt, diesen Beta-Blocker zu bekommen. Und ich habe wirklich diesen Schutzraum unmittelbar erlebt. Ich will dir dazu eine Metapher erzählen, die ich regelmäßig in meiner Sprechstunde auch schildere. Ich habe vor 20, 25 Jahren Urlaub gemacht in der Bretagne, ganz vorne auch, wo der Atlantik draufknallt. Und was mich damals so beeindruckt hat, was ich aber in der Dimension erst so viel später so richtig verstanden habe, wofür das eine Metapher sein kann. Da waren also die Bauernhöfe und die Bauerngärten und die Bauerngärten haben alle eine Mauer drumherum, damit der Wind abgehalten wird, weil da so kräftig der Wind daher bläst und die Bäume ja auch alle schief stehen, sich alle sozusagen Richtung Osten verneigen. Und deswegen ist eben eine Mauer notwendig. Und jetzt hinter der Mauer oder im Schutz der Mauer kann eben dann ein herrlicher Bauerngarten erblühen. Und so ist das für mich eine Metapher geworden im Laufe der Jahre. Die schulmedizinischen Medikamente, zum Beispiel der Beta-Blocker, die schaffen einen Raum eben in Form einer Mauer. Und jetzt ist die Frage, was pflanzen wir aus ganzheitlicher Sicht in diesem Schutzraum hinein? Und das ist so ein bisschen das, wo ich ja denke, ja, die Schulmediziner, die setzen diese Mauer, das ist ja mal ein erster vernünftiger Schritt, da habe ich ja überhaupt nichts gegen, ich bin ja auch dankbar darum, dass das auch bei mir möglich war. Aber die Frage ist eben die, wie gestalten wir diesen Schutzraum, der jetzt da uns geschenkt wird durch ein solches Medikament? Ja, und zum Beispiel mit den Sachen, die ich eben erwähnt habe oder eben auch mit homöopathischen Heilmitteln, mit anthroposophischen Heilmitteln, Cardiodoron, Crategus, Aurum und was da nicht alles in Frage kommen kann, je nach individueller Situation. Und da sind wir auch bei einem Punkt, ich habe ja auch angedeutet im letzten Video, dass ich eine Menge gelernt habe. Und das will ich hier auch nochmal wieder betonen, weil es wirklich meine tiefste Überzeugung ist. Und ich habe das auch in dieser Situation wieder so erlebt. Eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass wir diese Medikamente haben und dass wir Zugang dazu haben. Ja, die Situation, die wäre schon echt ziemlich blöd gewesen für mich, wenn ich keinen Zugang gehabt hätte und ich weiterhin mit einem Puls von 133, 138 hätte rumlaufen müssen, ja. Das hätte ich nicht mehr lange überlebt. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Jetzt, wo ich dieses Video hier aufnehme, jetzt ist Ende April. Das Ereignis war Anfang April gewesen. Und ich vermute mal, ohne Beta-Blocker also zumindest wäre ich jetzt komplett bettlägerig. Ich käme vielleicht gerade noch zum Klo hoch, vielleicht auch nicht mehr. Also es wäre Siechtum angesagt, ja. Und dass es heutzutage möglich ist, diesem Siechtum zu entkommen, das finde ich schon echt toll. Und da bin ich wirklich dankbar drum. Aber ich finde, wir brauchen da nicht stehen bleiben, sondern wir können eben darauf aufbauen und eben weitere Dinge tun. Ja, eine weitere Aufgabe ist der Schutz des Körpers vor einem möglichen Schlaganfall, weil es durch das Vorhofflimmern zu Thrombosebildung kommen kann im linken Vorhof. Also es können sich dort Gerinnsel bilden. Und wenn diese Gerinnsel sich auf Wanderschaft begeben, dann landen sie bevorzugt als nächsten Ort im Gehirn. Und dann haben wir einen Schlaganfall. Und um das zu verhindern, nehmen wir einen Gerinnungshemmer, zum Beispiel Xarelto, zum Beispiel Lixiana. Ich persönlich präferiere das Eliquis, aber das ist Geschmackssache. Da kann man auch andere Präparate nehmen. Aber wie gesagt, Eliquis muss man zweimal am Tag nehmen, Xarelto einmal am Tag. Ich selber habe Eliquis in der Praxis und habe das auch sofort genommen, um hier eben auch den entsprechenden Schutz gleich zu haben. Was bleibt als Erfahrung von diesem Ereignis? Es bleibt die Freude darüber, dass es mir gelungen ist, mich selber aus diesem Schlamassel wieder zu befreien, dass es mir gelungen ist, eben hinter der Schutzmauer des Beta-Blockers und meinen ansonsten naturheilkundlichen Methoden wieder einen Sinusrhythmus zu erreichen
obwohl die Situation von Stunde zu Stunde schwieriger wurde für mich, weil die Herzinsuffizienz zunahm und auch die Dilatation, das heißt, die Herzhöhlen wurden immer weiter, vor allen Dingen im linken Herzen, wurden immer größer und je größer sie werden, umso schlechter sind die Voraussetzungen, da wieder in einen Sinusrhythmus hineinzukommen. Ich freue mich darüber, dass mir das gelungen ist. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Aber ich sage auch ganz klar, wenn das Ganze wieder auftritt, dann werde ich mich einer Ablation unterziehen. Ich habe mit dem Elektrophysiologen von dem Krankenhaus, wo ich auch operiert wurde, eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Und wenn das wieder auftritt, dann werde ich mich da ins Krankenhaus begeben. Da werde ich auch nicht lange rumfackeln an dem Punkt. Ja, ich bin dann auch gefragt worden, was es mit den Verletzungen auf sich hat. Also, ich habe ja 2019 diese große Herzklappenoperation gehabt. Da ist die Aortenklappe ausgetauscht worden durch eine sogenannte Bioprothese, also eine Schweineklappe. Und die Mitralklappe ist rekonstruiert worden. Der aufsteigende Aortenbogen wurde bandagiert, weil er drohte zu zerreißen. Also da ist eine ganze Menge gemacht worden. Und es war ja auch so, dass die OP, die war für 3 Stunden geplant, dauerte schlussendlich 7 Stunden und war mit sehr viel Gewürge verbunden für den Herzchirurgen. Herzlichen Dank an ihn, dass ihm das so toll gelungen ist. Das geht natürlich einher mit Verletzungen im Herzmuskel. Das lässt sich gar nicht vermeiden, ja, weil ich ja irgendwo auch anfassen muss und dann nähen muss und aufschneiden und so weiter. Ja, also da wird ja richtig handwerklich dran gearbeitet an dem Herzen und das über viele Stunden hinweg. Ja, also das führt zu Verletzungen des Herzmuskels. Und genau diese Verletzungen, diese Mikroverletzungen, die sind es, die dann eben auch solche Herzrhythmusstörungen begünstigen. Nun war die Frage gewesen, tritt das zum Beispiel auch auf im Rahmen einer Bypass-Operation? Jein. Also zunächst einmal treten diese Mikroverletzungen auf, auch vor allem und zwar bei jedem, potenziell zumindest bei jedem Menschen, bedingt durch die toxikologischen Umweltbelastungen, die wir vor allen Dingen inhalativ, also über die Einatmung, zu uns nehmen. Das ist ein Riesenthema in der, ja, ich sag mal, in einem Bereich, den es so nicht gibt, aber eigentlich müsste es diese Disziplin geben, umwelttoxikologische Kardiologie. Punkt 1. Punkt 2 ist dann natürlich eine Bypass-Operation. Dem geht ja voran eine Minderdurchblutung des Herzens. Sonst wäre die Bypass-Operation ja nicht notwendig. Und jede Minderdurchblutung des Herzens, jeder pektanginöse Anfall führt potenziell zu winzigen Schäden am Herzmuskel, auch ohne Herzinfarkt. Und klar, wenn wir einen Herzinfarkt haben, dann haben wir natürlich ganz massive Schäden am Herzmuskel. Das ist klar. Die Bypass-Operation per se ist jetzt nicht so das Drama, weil bei der Bypass-OP ja im Grunde von außen zusätzliche Gefäße sozusagen dran geflanscht werden. Das geht ja heutzutage zum Teil ja sogar schon minimalinvasiv, zum Teil sogar am schlagenden Herzen. Da gibt es ja unglaubliche Operationstechniken heutzutage. Und da ist die Traumatisierung des Herzmuskels nicht so ausgeprägt. Aber der Gesamtkontext, in dem der Mensch steht, da wird natürlich eine Traumatisierung des Herzmuskels vorliegen. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt soweit die Fragen alle beantworten konnte. Wenn nicht, schreibt mir, dann mache ich noch ein Video dazu. Aber ich glaube, das waren die Fragen, die mir gestellt wurden. Ich darf am Schluss noch mal darauf hinweisen, dass es bei mir in der Online-Akademie einen ganzen Kurs gibt, nur zum Thema Vorhofflimmern. Wer diesen Kurs zum Thema Vorhofflimmern absolviert hat, der kennt sich im Grunde aus mit dem Thema. Der weiß, was er dort zu machen hat als Patient. Also buche unbedingt diesen Kurs. Er bringt dich wirklich substanziell weiter. Du lernst hier sehr, sehr viel über das Thema Vorhofflimmern, im Umgang damit aus den verschiedensten Perspektiven und so weiter. Und ja, der Kurs bringt dich wirklich weiter. Den Link dazu hier in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir erstmal von ganzem Herzen
viel Herzgesundheit, viel Freude und ein schönes Frühjahr, einen wunderbaren Mai, einen wunderbaren Juni, eine schöne Erdbeerzeit. Bis dann.